Herzlich willkommen in San Benedetto del Tronto, liebe Zuschauer. Ich bin angekommen. Es war 10.20 Uhr und ja, ich habe zweimal geschlafen. Einmal 3 Stunden in Trento, wer den Film noch nicht gesehen hat, kurz gestern Nacht gepublished. Und heute Morgen nochmal in Fano 1 Stunde und bin relativ fit jetzt. Ich habe ja den Autopiloten genutzt, das könnt ihr auch im letzten Teil sehen, meine Kommentare dazu. Und der Verbrauch jetzt zum Schluss waren 17,2 Kilowattstunden. Das ist, glaube ich, ein super Wert. Und wie das so ist, mit so einem Elektroauto so lange Fahrten zu machen durch Europa, darüber wollen wir uns die nächsten Tage unterhalten. Also es lohnt sich, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt werde ich mich erstmal hier einquartieren in mein Apartment und dann die nächsten Sendungen vorbereiten. Also vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es gefällt euch, über so ein Thema zu reden. Die Zeit ist gekommen mit so einem Auto, dass man das locker machen kann. Für alle, die aber noch gerne ihren Verbrenner fahren, kommt nach Italien. Hier kostet der Sprit hier in San Benedetto in Marke 1,72 Euro. Der Benzin super und Diesel war 1,85 Euro. Also nicht, dass ich jemanden dazu ermutigen will, aber so billig wie mit dem geht es natürlich nicht. 50 Cent sind hier die Kilowattstundenpreise, das sind ungefähr 8,60 Euro auf 100 Kilometer. Also, die nächsten Tage gibt es spannende Themen, wir reden darüber. Jetzt muss ich erstmal ankommen. Schön, dass ihr mitgefahren seid und die Story, wie das war, als der Motor kaputt ging, das gibt es dann beim nächsten Mal. Also, bis morgen spätestens, dann hier wieder auf dem Kanal. Schönen Tag, ciao!